Hier konnte ich wenigstens mit der Seilwinde arbeiten. Wenigstens etwas. Durch die Steine hat er keinen Halt gekriegt, ne? Mach mir hier viel mehr Sorgen, dass das hier eine Kipplester Geschichte wird. Wegen der Mittelklemme? Das geht aber. Ja, aber nicht so, wie der hier gerade rüberkommt. Das mit den gelben Ketten, ne? Ja. Ruhe 1-3 Risiko. Dreh jetzt mal Gas, böse Wichte. Das ist echt kacke. Ich sehe, wie der Hänger hinten anfängt, schräg zu kommen. Kettenhänger? Am Fett ist doch gar kein Hänger dran. Nein, das hintere Glied, wenn du so willst. Ich stehe genau in so einer Schräge. Da ist so eine schräge Dingsbums, wo du rüberfahren musst. Okay, aber da ist was, wo ich vielleicht den Hänger nochmal rückwärts ziehen kann. Ja, das ist klar, weil hinten der Antrieb freidrehend ist. Und Planken, Pranken, Genau, vier Stück. Ja. Ich fahre jetzt hier gerade, es war jetzt Millimeterarbeit. Ich bin jetzt hier ultra, ultra, ultra langsam über diesen schrägen Erdhaufen gefahren und bin nicht umgekippt. Aber ich habe mir erst vorher hinten so ein bisschen mehr gerade gezogen. Also den Weg wieder runterkommen, das ist kriminell mit dem Cat. Ja, ist langsam, man hat die Bremse drin, ne? Ja. Ich habe jetzt den Lastengang mit dem drin. Großen auch. Hab jetzt den Lastengang drin, Allradantrieb, Differential, das gerade eben, da war halt eben ein Erdhügel und da hast du gesehen, wie es hinten richtig schräg, immer schräger wurde und schiefer. Mhm. Das Problem ist, dieser Weg runter, der ist ja so kacke, weil du ja eigentlich nur durch diese Flussmulde oder was das ist, runterfährst. Ja, richtig. Und da, wo ich gerade durchfahre, ist das nicht anderes. Gut, mit dem Kettcut, der durch die Schlammdinger durchfahren, der hat ja große 71 Zoll Reifen, glaube ich. Naja, du musst halt eben nur über die ganzen Steine einmal runterkommen. Aber das ist, glaube ich, auch der schlimmste Teil der Strecke hier. Ja. Na gut, ich hätte auch den Erdhaufen gerade nicht... Ich habe gesehen, man kann quer rüberfahren, dann spare ich mir das Außenrumfahren und zack, da habe ich den Erdhaufen nicht gesehen. Man weiß das ja, da der nur dieses Mittelgelenk hat, ist das ja auch eine sehr instabile Geschichte, ne? Wenn hinten steht schräg, vorne steht schon schräg andersrum. Das Problem ist einfach nur, dass der Cat halt so hoch gelegen ist, ne? Ja. Weil, bei einem Amaterasu, weil er so ein bisschen niedrig ist, gar kein Problem. Ja, aber man kann ja das Fahrzeug sonst wirklich viel zu selten fahren. Der kann ja nur das hier. Ja, richtig. Ja gut, der kann ja auch noch andere Sachen, Container und was das war, ne? Ah ja, Container kann er, glaube ich, auch noch, ja. Und Tank, glaube ich. Ja, da könnte man noch einen Tanklaster rausmachen. Nee, vielleicht brauche ich daraus einen Tank-LKW. Ja, das Doofe ist, weil der keine Differentialsperre generell drin hat. Aber als Tanklaster könnte das sogar noch funktionieren. Wenn es so weitergeht, darf ich gleich mir erstmal einen Tanklaster holen, weil ich gar nicht bis zur Tanke komme. Das ist mir ja gerade mit dem anderen passiert. Tankstelle voraus.
So, jetzt muss ich ja wirklich einmal. Der Weg ist schlecht wegen den. Also einmal ganz außen rum am besten und dann oben rüber Holzstation durch, Steinbruch vorbei. Ne, nicht am Steinbruch, unterhalb des Steinbruches vorbei. Genau, und kurz nach dem Portal kann man nämlich quer abbiegen auf diesen, Auf den Weg. auf dem Weg, dass da geht eine ganz einfache Straße hoch. Ich habe ja damals den Anhänger da hochgezogen. Also wie gesagt, nicht in den Steinbruch reinfahren, sondern durch die Ziegelproduktionsstätte durchfahren, ne? Ja, klar, natürlich. Ja, Das habe ich gut. auch schon gemerkt, weil das ist ja weiter oben gelegen in Wollte dem. es nur noch mal gesagt haben. Gibt ja so andere Leute, die meinen, dass der Weg in der Mitte mit den ganzen Steinen einfacher ist, ne? Bist du auf der anderen Seite kein Weg wieder hoch? Also das wäre doch fatal. Aber es gibt auch Leute, die eine ganze Mission über versuchen, verzweifelt da einen Hänger drüber zu ziehen. Aber das ist auch bei World of Tanks immer das Problem, weil jedes Mal kommt, ach, ich will mal was Alternatives probieren. Dann kannst du ruhig sagen, das funktioniert so nicht. Ach, ich probiere das mal an, genau andersrum. Und dann, ja, dann wird es ja nicht alleine fahren lassen und dann gibt es ja diese Kackrunden. Alter, der fährt auf der Straße nur im Allradmodus. Schon fast 30 Liter, das war. Meiner verbraucht schlappe 5,9 Liter gerade. Also auf der Straße im Allrad. Jetzt mit Gelände 13. Also da ist er recht sparsam. Danke. Ja, ich hab noch 8 Liter, schaffe ich? Der Allrad aus. Das schaffe ich vielleicht noch. Alter, der ist am Stottern, das kann ja nicht wahr sein, kurz vor der Tanke. Nö, ich darf die Handbremse reißen, ich hab noch 2 Liter, ich komme nicht mehr vom Fleck. Am Bett Och, hängt. das Du kannst höchstens den Hänger noch. Ah, ne, geht auch nicht Hänger abhängen, ne? geht nicht, der ist unter dem Spritverfall drin, dass er sich kein Meter mehr vorbewegt. Dann siehst du nur, dass er am Zittern ist. Na, ich habe vorhin meinen genau auf Null runtergefahren. Ich stehe ja vor der Tanke. Welche Tanke hast du denn? Ja, da, wo du gleich hinkommst. Ja, dann kannst du dich doch gleich ganz elegant anhängen. Ja, genau, deswegen warte ich ja. Ich habe schon gesehen, dass du gerade kommst. Aber du siehst gleich, ne? Wie? Ich bin kurz davor gewesen, habe ja extra Allrad und so ausgemacht, weil die Gefahr ist halt, Allrad zieht ja mehr, ne? Ja. Aber oh, das ist bitter. Dann kriegst du so einen Bonbon hingehalten und dann wird's dir nach greifend einer haut dir auf die Finger, ne? Oh ja. Hier kommt das sogar durch ohne. Da brauchst du nur Allrad und die Weil die Räder so hoch sind. Automatik, genau. Der fährt bis jetzt am entspanntesten hier durch. Ja, ich bin ja da zum Beispiel nicht durchgefahren. Ich bin ja davor dann abgebogen, bin ja querfeld eingefahren. War aber schon eine Qual, ne? Und da hat er auch den ganzen Sprit fast verballert. Oh, ist interessant. Mein Lenkrad lenkt hier die ganze Zeit links, rechts, wie so ein Autopilot. Wie ein Mann. Weißt du, jetzt gleich erstmal bei Patrick vorbeifahren, Hand raushalten, nett winken und weiterfahren. Oh, das hört. Weißt du, was noch härter ist? Ich nehme dir an, halt und erstmal genüsslich den Reservekanister in meinen Tank kippe. Das funktioniert ja nicht. Nee. Aber so wie bei Renegade, Jungs, ich tank mal eben auf. Ja. Der verarscht uns doch. Nutze ich das mal, wenn es hier pinkeln zu gehen. Ich Was weiß auch, wie ist? lange der Kett braucht. Hochziehen, ausspucken, Junge. Ist es Bunny?
Das funktioniert bei mir leider noch nicht. Ja, da üben wir aber da dran, ne? Aber guck mal, du bist wenigstens zivilisiert als Kölner. Du kriegst das hin, aber wie die Leute das in Bayern an Oktoberfest machen. Die machen einfach die Hose auf, lassen uns einfach unter den Tisch laufen. Ja. Patrick bräuchte so einen Fremenanzug, da kann er direkt reinpinkeln. Ja. Das wird dann sofort umgewandelt zum Trinkwasser. Genau, und wenn du schwitzen tust, genau das gleiche. Boah. Ich kann dann aber auch vom Zug Windeln schicken lassen. Haben wir auch noch. Ekel. So alt bin ich noch nicht. Andreas Oma brauchte die damals auch. Oh, ein bisschen inkontinent. Ja gut, das passiert bei manchen Leuten halt, ne? Ja. Also du wirst lachen, ne? Wo sie mir damals da dieses eine Medikament verabreicht haben, was ich nicht vertragen habe. Ey, sobald du irgendwie Apfelsaft, O-Saft oder was getrunken und gegessen hast, ey, ich hab mal, waren mit den Kindern weg, hätten die Toiletten abgeschlossen, ich hätte ihn da auf den Gang geschissen, ehrlich. Da ging gar nichts. Ich hatte O-Saft getrunken oder Apfelsaft irgendwie und dann war vorbei. Und das ging auch vorher. Ich hab's echt, ich hab meine Fahrten schon echt so geplant. Also zu Hause, Toilette gehen, ins Auto steigen, zum Bahnhof. Am Bahnhof Toilette. Zug, keine Toilette. Bielefeld, Bahnhof, Toilette. Intercity, Toilette. Düsseldorf, Hauptbahnhof, Toilette. Straßenbahn, keine Toilette, dann musst du wieder aufpassen. Regionaldirektion, Toilette. Kein Mittagessen, weil auf dem Rückweg Probleme. Und dann genau das Gleiche, wo sind die Toiletten und reicht es oder reicht es nicht? Und da habe ich gesagt, irgendwas stimmt doch nicht. Ja, und dann war Medikamentenunverträglichkeit. Aber ich habe dermaßen Durchfall von diesem Zeug gekommen. Wo steht er denn? Ja, vor dir. Weiter und dann siehst du gleich schon. Genau vor der Tanke. Das sieht aus, als ob du hinten eine Fracht verloren hättest bei mir. Nö, nee, ist nicht. Die hängt daneben. Mhm. Ah, ich kann tanken. Warte mal eben. Hab mich schon angehangen. Bitteschön. Hey. Ich stehe in der Tankstelle drin. Ich bin wieder aufgetankt und ich habe dir vorher meinen Sprit reingekloppt. Ach so. Ist doch viel. Ich bin doch clever, Patrick. Ich habe mich in die Tankstelle reingestellt, habe meinen Sprit komplett auf dich übertragen und habe mir dann neuen Sprit von der Tankstelle geholt. Ist da doch viel einfacher jetzt, oder? Ja, ja, klar, auf jeden. Trotzdem fehlt mir noch ein bisschen was. Ja, also, manchmal habe ich gute Ideen. Manchmal, aber nur manchmal. Ja, nö. Ich bin ja gerne Taktiker bei solchen Sachen. Ja, klar. Ich bin ja sowieso sehr koordiniert daran arbeiten immer. Eben, eben. Mal gucken, ob der Sprit reicht bis zur Wetterstation. Ich hoffe mal. Hoffen wir, dass ich hier überall durchkomme. Nur du solltest, glaube ich, das Problem haben. Ich bin gerade nur irritiert, dass diese Abladesymbole alle hinter mir sind. Ah ne, das war die, sind die Aufladesymbole. Auflade, genau. Und dann ist gut. Ja, wie gesagt, ab und zu mag ich das echt mal, den Cat zu fahren. Mal was anderes. So, hier geht's jetzt irgendwo rein, ne? In die Walachei. Auf der Lichtstraße von, genau. Naja, einfach nur ist gut. Geht ja nur rüber, wenn wir hinter den... der Durchfahrt links haben. Ja, aber hier gibt es ja auch, guck mal, hier kannst du es auch oben lang fahren, aber das ist falsch. Ja, das da geht zu dem Haus. Wir müssen runterfahren zum Wasser. Alter, ich habe jetzt schon fast wieder 40 Liter verballert, ne? Ja. Er hat hohen Durst. Ist ein geiles Auto, aber... Ich sage ja, ich habe mir letztes Mal beim Kran, habe ich gesagt, am besten noch einen Tankwagen dahinter hängen.
Ja. Kannst du jetzt natürlich nicht machen, aber. Boah, hier musst du eigentlich auch. Das war jetzt ganz schön riskant, was ich mit dem gemacht habe. Einfach ungebremst über so eine Brücke fahren, wo der ja so gerne mal links und rechts ausbricht. Warte mal, oben oder unten? Unten. Nee, gar nicht wahr, ne? Ah, Moment, das war die kaputte Brücke, da Ersatzteile. Oh, wir haben hier noch eine Brücke gar nicht repariert, siehst du das? Ja, aber da fährt man normalerweise nicht drüber. Nee. Aber die Ersatzteile sind für was anderes. Ja, ich weiß, die muss man da bergen. Die Brücke ist nämlich total kaputt. Muss ich in der Nähe bleiben oder kommst du durch das Wasser gleich durch? Da komme ich wahrscheinlich durch. Oh, gefährlicher Wasserstand. Oh, 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 oh. So, jetzt habe ich Nervennahrung erstmal gebraucht. Meine Weidenmilchtüte schon wieder leer. Ah ja, ich muss mir auch mal was holen. So, mit Allradantrieb und Differentialsperre und Lastengang ging es jetzt. Weiter geradeaus, ne, meine ich, ja. Und ja, geradeaus. Was ist Manni? Ich die vier Planken hatte, die Holzplanken. Ja. Die tiefsten Wälder bin ich reingefahren. Oh, hattest du eine Schienfabrikade mehr? Keine Ahnung. Eine Schienenfabrik hätten normalerweise auch welche da sein müssen. Wir hatten da so viele dahin geliefert. Jetzt habe ich sie. Okay. Sind zwar Häuser für drauf hier, aber egal. Das ist ja egal. Dafür sind sie ja. Und den Rest können wir später über Produktion ja beliebig nachorganisieren. Das ist ja, Planken sind ja unendlich machbar hier. Was machen wir aus dem Patrick Planken so? Mit machst du Planken? Ja. Das sind fettige Planken, die willst du nicht. Meinst du, Patrick, geradeaus durchfahren oder lieber oben über die Holzstation? Okay. Geradeaus war ziemlich riskant. Ich glaube, außenrum ist einfacher, ne? Fahr rechts. Ja. Fahr auf über die Holzstation, über den Weg. Ich glaube auch. Ich meine, der hier unten, da hat die mich mit Zucker einmal so ganz übel festgefahren. Da kommt man so schlecht hoch. Entlastengang. Also ohne Differentialantrieb bist du hier echt aufgeschmissen, ne? Ja. Gerade so, 100 Liter habe ich schon wieder weg. Ja, mal gucken, bei mir geht's noch. 180 habe ich noch. 267. Ja, ich werde auf jeden Fall, nachdem wir die erzählt haben, einen anderen LKW. Der schuckt mir wirklich zu viel. Ja, auch wenn der ist richtig geil. Der ist idiotensicher zum Fahren, aber das brauchst du einen schon fast, der als Tanker mitfährt. Ja, richtig. Aber sonst, so für, nachher für Kranmissionen und schwierige Sachen, da ist das echt eine geile Sache. Hängst du auch einen Tuster vor oder sowas? Oder irgendwie ein Tiger, der da nur Sprit drauf hat? Ja. Damit kannst du aber schwierige Aufträge sehr gut erledigen, wenn es gerade so kriminell ist mit dem Fahren, ne? Hätte ich die Planken wahrscheinlich auch bekommen. Ich fahre geradeaus weiter und fahre dann hinten quer zur. Es sieht mir nach dem besseren Weg aus. Als machen wir nicht den großen Umweg. Also hier geradeaus ist ja einfacher.
Oh, scheiße, jetzt habe ich mich komplett verfahren, dass ich da nicht reingefahren bin. Komme ich denn auf die Idee, da lang zu fahren? War erstmal noch eine Ehrenrunde hier oben gedreht. Ah, das ist, weil ich auch schon auf den Weg gefahren war. Alles klar. Seh dich. Ja, ich habe auch extra auf dich gewartet. Noch wo der Weg hier rausgeht. Genau von hier aus gegenüber. Ja, ja. Siehst du, und ich war schon dran vorbei und wollte da zwischen den Häuschen und dem Lager rausfahren. Deswegen bin ich jetzt einmal im Kreis oben gefahren. So. Und dann können wir von hier aus viel einfacher nachher querfahren zur Fabrik. Also immer wenn es so ein bisschen schräg aufwärts geht, dann musst du mal kurz auf Lastengang bei dem Auto hier stellen, damit das Differential greift. Weil sobald ein Rad nicht mehr Bodenkontakt hat, hast du mit der Kiste verloren sonst. Ja. Alter, ich werde mir wahrscheinlich gleich einen Tanker holen können, weil wir haben da unterwegs kein Tankenmobil mehr, ne? Ich glaube nicht. Ich habe nämlich nur noch 112 Liter. Oha. Ja, ich weiß. Ja, also ein Schluckspeck, das Ding. Er hat richtig, richtig viel Durst. Das ist genauso wie Zucker, wenn er nicht zuhört. Dieselbe Prinzip. Ja, der richtig. Wagen hört nicht zu, der soll sparsam fahren. Ja, ich habe ja gesagt, der hat einen Wahnsinnsverbrauch. Aber wie gesagt, für eine schwierige Mission würde ich den trotzdem immer nehmen, weil der halt eben eigentlich kippsicher ist. Ja, auf jeden Fall. Ah, obwohl, das ist immer eine Aufgabe, Patrick. Dann sage ich mal Zucker nächstes Mal, er soll einfach nur ein Tanklaster fahren und einfach neben dem herfahren. Und die ganze Zeit gucken, wenn er es braucht. Ja, genau. Und einfach Sprit reinhauen, wenn er es braucht. Genau. Und das passiert bei dem ja oft genug, dass du sagst, ich brauche Sprit. Ach ja, habe ich noch gar nicht erzählt. Heute war von einem ehemaligen Vermieter, Mieterin hier oben drüber. Die Tochter dann da und mit den riesengroßen Containern, ne? Ach, die dann verstorben war, ne? Die Wohnung leer geräumt. Ja, genau, die Wohnungsauflösung, ja. Genau. Das ist echt bitter, wenn du so Mietwohnungen hast und so. Ich meine, bei hier könnt ihr vieles übernehmen an der Stelle. Bis an der Kreuzung links, ne? Ja. Ja, ja. Aber habe ich bei meiner Oma gesehen, du hast fast die ganze Wohnungseinrichtung raus und alles weg, ne? Ja, richtig. Das ist so bitter, was da an Werten vernichtet wird. Aber gut, wer will auch die uralten Sachen dann haben, ne? Ja. Vor allem die uraltbacken Sachen, ne? Ja, richtig. Ja, aber da, also wo meine Oma damals gestorben ist und du dann die Wohnung ausräumen musstest und die alten Schränke und alles weg, du hast ja deine gesamte Kindheit dann bei Oma zwischendurch verbracht. Ich weiß nicht, wie oft ich bei Oma dann übernachtet habe und sowas, ne? Und du hast ja da auch gespielt, du hast einen Teil deines Lebens eigentlich weggeschmissen damit. Klar, dass die Wohnung kannst du auch nicht behalten, aus sentimentalen Gründen, aber das ist schon echt bitter. Können das höchstens so machen, du kommst jetzt, versuchst so weit wie möglich zu fahren, und wenn ich gleich die Lieferung abgeliefert habe, komme ich zurück und guck mal, wie viel Sprit ich noch im Tank habe zu dem Zeitpunkt. Du, ganz in Ruhe, kriegen wir schon alles hin. Sage ich nicht, kippe, ist alles gut. Ja. Ist
das mein Mitbewohner mit der lauten Musik oder kommt das von oben? Oder ist das ein Nachbar von draußen? Weil ich höre die Musik gerade nur, weil ich die Kopfhörer aufhabe. Wer setzt sich die Kopfhörer ab, höre ich doch gar nicht. Okay. Also, ne, die Mickey-Mäuse schallen halt gut ab, ne? Da kommen manche Töne kommen ja von dran durch, was nicht geht. Ich kenne das, ich habe die ja auch auf. Da kommt echt kaum was durch. Also wie gesagt, ich habe heute, das war beruhigend. Ich habe während der Sitzung da, ich habe dann in aller Ruhe mein Flugzeug gebaut. Das geht, du wirst ja bekloppt, wenn du die ganze Zeit einfach 3 Tage lang nur zuhören musst. Das habe ich öfter schon gemacht, dass ich einfach an diesem langen Tag, wenn die Verwaltung und so kommt, du kannst ja auch mit Keimer zwischendurch reden oder sowas, ne? Ja. Sonst, oder du malst halt eben die ganze Zeit irgendwas auf dein Zettel oder du musst irgendwas machen, dann um dich zu beschäftigen. Und ich habe festgestellt, wenn ich einfach so ein paar Legosteine oder so ein paar Kubisteine zusammenstecke, dann du kannst super zuhören, weil das Stecken, das geht von einfach, aber du kannst super zuhören dabei. Hat ja wieder was mit linker und rechter Gehirnhälfte zu tun, ne? Ja, richtig. Ja, manche brauchen einfach nur was zu tun, weil sie sich dadurch konzentrieren können. Ist bei mir genauso. Wenn irgendeiner was redet oder so, ich bin nebenbei was am, nicht unbedingt was am Lesen, aber ich gucke mir dann Sachen an, so wie Comic oder sonst ja, was. Ja. Ja, das Problem ist, wenn du stundenlang nur da sitzt und du siehst keinen, du hörst keinen, gut, außer über die Kopfhörer, du musst aufpassen, dass du nicht einpennst, ganz ehrlich. Ja, richtig. Hab mein Chef in der Arbeit auch immer gesagt, warum hast du die Musikkopfhörer denn ganz auf? Hab gesagt, ich kann mich dadurch konzentrieren. Ich werde nicht andauernd von der Seite angequatscht, kann meine Arbeit machen und meine Arbeitskollegin auch, die hat mittlerweile, darf sie ihre AirPods drin stecken lassen. Ja gut, weil, die iPhone-Dinger sind ja auch super. Weil sie alle festgestellt haben, wenn sie da ihre Musik hört, sie stört keinen damit, aber sie arbeitet konzentriert und wenn sie die Dinger nicht auf hat, dann wird es echt übel, weil die sich von allem ablenken lässt. Gut, schnell hier an der Kurve vorbei, sonst kommt Manni gleich nicht mehr vorbei, wenn er hier lang kommt. Hab noch 28 Liter, ich muss Platz machen, langsam. Ja. Aber ich habe noch, im Moment habe ich noch 170 Liter im Tank. Und ich bin jetzt gleich da. Okay. Hoffe ich jedenfalls, dass ich jetzt gleich da bin. Okay, hier auf der Strecke brauche ich mir keine Sorgen zu machen, da kann ich noch ein bisschen vorfahren. Hier kommt Manni auf jeden Fall ohne Probleme auch dann vorbei, wenn er soweit ist. Oh, jetzt muss ich mal gucken. Nein, die Wetterstation ist ja wo ganz anders. Scheiße. Oh. Oh, okay, die Wetterstation ist nicht da, wo der Übergang ist, wo ich das Auto abgegeben habe. Die Wetterstation. Du fährst, drehst um, ja, fährst zur Kreuzung, fährst geradeaus und fährst dann irgendwann nach den Felsen rechts. Ja, da geht so ein Weg hoch. Ja, dann wird's lustig. Alles klar. Nee, dann ist kein Problem. Ich kann hier oben drehen. Ich war jetzt fest davon ausgegangen, ich muss den Weg hier hoch. Ich habe mich schon gewundert, warum das gelbe Ding so auf der anderen Seite auftauchte. Ja, du, kein Problem. Ja, jetzt ist alles gut. Ich habe jetzt notdürftig meinen Motor schon ausgemacht. Ich habe so 13 Liter oder was das war noch. Ja, hoffen wir mal, dass ich gleich noch genug tanke. Ich hatte jetzt schon gedacht, dann habe ich noch richtig viel Sprit, wenn ich zu dir zurückkomme.